Wie sind Sie zum Nordic Walking gekommen, Frau Mittermeier? Au weh, das ist eine lange Geschichte, weil wir ja früher schon, wie wir noch aktiv Ski gefahren sind, haben wir auch mit den Stecken schon trainiert. Und dann Christians Vater, der war Arzt und auch Bergwachtarzt. Und der ist, die Bergsteiger sind immer mit den Stecken am Berg gegangen. Und dann, jetzt, dass ich es ganz kurz mache, ist der Christian gefragt worden, so 1994, 95. 36. 95 rum, er soll ein Vorwort für ein Buch schreiben. Und da sein Vater ja früher schon übers Gehen mit den Stecken, wie viel weniger Belastung man beim Bergabgehen und auf die Gelenke bringt, geschrieben hat, hat der Christian gesagt, ja gut, dann schreibe ich dann nicht ein Vorwort, dann schreibe ich selber ein Buch. Weil mein Vater, der hat das, hat ja immer Vorträge gehalten damals, aber die Zeit war nicht reif. Und seit der Zeit haben wir uns richtig reingehängt und wir sind begeisterte Bewegungsmenschen und Nordic Walker. Ihr müsst euch das vorstellen, wir haben früher mit Messer und Gabel gegessen, aber seit dem Nordic Walking essen wir nur noch mit Stäbchen. So überzeugt ist die Rosi, wir haben das ganze Silberbesteck verkauft. Was würden Sie dazu sagen, wenn ich sage, das ist vor allem ein Sport für Frauen? Wie kommt man als Mann zum Nordic Walking? Ein besseres Kompliment gibt es gar nicht. Aus dem Grund mache ich den Sport, weil ich treffe hier 70% Frauen. Und der Grund ist natürlich der, weil die Frauen sind biologisch uns Männern überlegen, weil die sind klüger. Und wir Männer müssen immer, als Alpha-Tierchen meinen wir, dass wir schneller sein müssen. Und wir müssen immer auf die Uhr schauen, wie schnell war ich. Und die erste Frage bei der Rose ist auch immer, wie gut war ich? Also, und bei den Frauen ist das anders, verstehst du? Das die machen das aus der Bewegung, für die Bewegung und machen das halt, weil es gesund ist und weil sie wissen, dass wenn man mit hochrotem Kopf durch die Gegend läuft, dass das einfach nicht so gesund ist, als wenn man in einem niedrigen Pulsbereich, im aeroben Bereich uns bewegt. Sie sind ja Nordic Walking Experten. Auf was muss man denn besonders achten? Jetzt geht's los, gell? Mit der Technik. Es gibt natürlich viele, die man sieht, die mit den Stecken gehen und die eher so umeinander stackeln oder die Stecken so schleifen lassen. Und das bedarf natürlich auch schon einer Technik, dass man möglichst viele Muskeln belastet, dass oben die Arme, der Rücken, dass da vor allen Dingen auch die Schultern nicht hochgezogen werden und verspannt sind, sondern dass die nach unten hängen. Also da gibt es so eine Alpha-Technik. Das heißt A, das ist der aufrechte Gang. Also man geht nicht so bucklert oder so nach unten schauen, weil man schaut ja in der Gegend rum. Da auf der Gartenschau haben wir so schöne Blumen und alles. Wo die feschen Buben sind. Genau. Und man geht aufrecht. Dann ist L, das der lange Arm. Also der Arm, der bleibt möglichst lang beim Gehen. Und dann F ist der flache Stock. Der Stock wird flach eingesetzt und nicht so steil. Meistens sieht man, die stecken so steil ein, so nach vorne, sondern der wird flach eingesetzt und dann der angepasste Schritt. Eben je länger der Schritt wird, umso länger ist mein Armschub, wie so ähnlich wie beim Langläufer. Und aus dem Grunde merkt man dann, dass da oben rum auch nicht nur die Beine bewegt sind, sondern dass eigentlich rundherum sich der ganze Körper, dass die Muskeln fest werden. Und das wollen wir ja. Das ist eigentlich der Sinn der Sache. Hier auf der Gartenschau sind wir sehr beliebt als Nordic Walker, weil gerade die Kippenstecher, die wir eigentlich nicht so gerne sehen, die so senkrecht den Stecken in den Boden rammen, aber dadurch vertikutieren wir den Rasen. Es kommt also Luft an den Rasen und dadurch wird auch hier in Rosenheim der Rasen bis in Oktober erhalten bleiben.